Dreckselefant, der geht mir so auf den Sack. Gott, bin ich froh, wenn das dann vorbei ist. Noch, boah, jetzt muss ich mir überlegen. Noch einmal, dann nochmal viermal. Das heißt, fünfmal plus achtmal sind 13 Mal. 13 Mal kommt noch dieser Taliban-Elefant, um uns dann noch Ballons zu geben. Dann kommt er nochmal beim Minispiel. Und dann kommt er nochmal, ich glaube, ein paar Mal beim Witzpick. Bam. Lalalala. Ja, und Witzpick wird dann zum Schluss dann mit Tiptop dann niedergemacht. Ja, und da habe ich auch mal einen richtig geilen Epic-Fail gemacht. Den sieht man übrigens auch in meinem 100-Abo-Special bei Cotelio 56. Dritte Runde. Letzten Turbo benutzt. Erster Platz. Dann lande ich einen kleinen Schnippel nur auf dem Gras, werde ein bisschen langsam. Und er überholt mich. 1 Zentimeter vor der Ziellinie. Bam. Epic-Fail. Entschuldigung. Ich bin jetzt gerade eben gegen mein Mikrofon gestoßen. War nicht mit Absicht. Ihr merkt schon, Cotti LP ist ein Kanal für Epic-Fails und falsches Equipment und so einem Zeug. Aber ich habe Charisma, kommt, ich habe Charisma. Denn, wie sagt schon so schön mein Motto, crazy like a Cotti. Oder wie eine Let's Playerin, Kollegin, was auch immer, ja, Let's Playerin, Kollegin, sagt, Cotti Rocks. Schöne Grüße an dich hier, Jesse. Und bam, erster Platz. Wehey, hopp, gib den Ballon her, du Ekligen. So, und wie ich es jetzt schon in der Wasserwelt gemacht habe, mache ich erst noch das Minispiel und dann den Boss. Und dann sehen wir weiter. Ja, und so langsam neigt sich auch, ja, das Spiel auch dem Ende zu. Wir bekommen insgesamt nur 47 Ballons. So, Rauchberg. Der erste Spieler, der 10 Bananen in seiner Schatztruhe hat, gewinnt. Ja, wie gesagt, es gibt insgesamt 47 Ballons und, ja. So, worum geht es hier in dem? Wir können insgesamt immer nur 2 Bananen sammeln. Wenn ich es endlich mal hinbekommen würde, dann müssen wir wieder... Boah, du ekelerregendes Stück Scheiße. Müssen wir hier zu unseren Truhen und dann halt quasi die Prozedur 5-mal machen, bis wir dann halt, 10 Bananen haben und somit dann gewonnen. La 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 la. Boah, du Hurensohn. Du hängengebliebenes Stück Scheiße namens Diddy Kong. Jawohl, und da runter und bam. Aber eigentlich richtig nice, dass er mich da abgeknallt hat, weil dann kann ich hier direkt meine Bananen wieder einsammeln und da hochfahren. Also wenn man hier mal wirklich gegen 4 Pros spielt, dann ist das wirklich eine richtig kranke Zeitkacke. Also dann darf man sich sowas nicht erlauben, weil dann könnte man ganz schnell mal Letzter werden. Aber gegen diese einfachen CPUs da mache ich mir gar keine Sorgen. La 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 la. Bam. Richtig schön abgeschossen und bam. Und bam. Gewonnen, gewonnen, gewonnen. Hopp, 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 hopp. Jawohl. Und bam. Schöner Tiger. Gefällt mir. Sieht aus wie der von Kellogg's. Ja. Unser letztes TT-Amulett-Teil. Grandios, das Amulett ist vollständig. Nutze es, um die TT-Tür zu öffnen. Viel Glück. Ja, die TT-Tür, die kommt erst zum Schluss, wo dann uns unser High-End-Endboss dann zum zweiten Mal dann erwarten wird. Jo, so. Und der letzte Endboss, also von den Welten hier, ist ein Drache. Fantastic. Ja, Synchronisation FTW. Beherrschst du so etwas wie Artikulation, du ekelhaftes Dreckswesen? Dafür wirst du abgezogen. Ja. Oder wir. Jawohl, und bam. Düdel, 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 düdel. Boah.
Verpiss dich. Drecksdrache. Wow, hau ab. Aber den kann man halt auch ganz leicht mit Turbos wegdrängen. Deswegen ist da auch kein großes Problem. Ich weiß noch irgendeiner, ich weiß nicht mehr wer, der hatte da auch bei dem Vieh ein ultra riesiges Problem. Boah, scheiße. Ja, sowas sollte dann einem natürlich nicht passieren, unbedingt. So, hier mal eine Rakete zur Vorsicht mitnehmen. Lalala, lalala. Bam, 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 bam. Düdelü. 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 Ja, und in der zweiten Runde ist der Drache, glaube ich, erstens ein bisschen schneller, spuckt mehr Feuer und hat auch Feuerbälle, die auch bleiben. Also so einzelne. Wow, wow, wow. Jawohl, und bam. Bam, bam. Jawohl, das haben wir doch schon so gut wie gewonnen. Was für eine lahme Krücke, der Ekelhafte. Und... Wusch. Jawohl. Vor dem... Naja, nicht vor dem, auf der Linie dann zum Stehen gekommen. Synchronisation FTW. Egal. Ja. Hiermit ist auch die Show für Timber beendet. Und nehmen jetzt den grauen Maulwurf namens Bumper. Oh, scheiße. Epic Fail. I am Bumper. Woho. Will Bumper nehmen und da kommt dann erstmal die ekel Pipsi da. Boah. Bam. Hopp. Gib mir ein Flugzeug. Ich hab Need, ganz dickes Need. Abracadabra. Ja, tschüss, ich zerfetz dich, du Ekligen. Wo bist du, wo bist du? Ich will dich zerfetzen. Jawohl, und... Bam! Direkt in den Kopf rein. Und nochmal. Und... Scheiße. Und da rein. Und jawohl, und bam. Windmühle Plains. Windmill Plains, Silbermünzenrennen. Ja, also es läuft, ja, es geht halt wirklich quasi eine Linie lang. Eine Runde normal fahren, dann Bossrennen, dann kommt Münzenrennen, dann wieder Bossrennen und dann... ja, genau! Achter Platz, jawohl, ey, ich bin voll ultra gut gerade in dem Spiel. Ey, so gut war noch kein Mensch vor mir in dem Spiel. Aber so ultra hardcore. Ja, genau, versperrt mir den Weg, ihr ekligen. Tschüss. La 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 la. Jawohl! Vierter Platz, naja, das muss ich aber noch eine Menge ändern, weil ansonsten werde ich nicht Erster und bekommt keine. Boah. Keine goldene Ballonke. Boah, kranker Scheiß, kranker Scheiß. Bam. Tschüss, Crunch, tschüss. Boah. Knapp, knapp, knapp. La 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 la. Ah, okay, da hinten ist sie. Go for it. Au. Der hat die geilste Hupe von allen.
Haha. So, dritte Runde und wir haben einen riesen Abstand zu dem Zweitplatzierten. Und ja. So. Jawohl. Und bam. Einfach mal noch ein paar Faxen machen. Jawohl. Und dann bam. Und dann bam. Dann kommt noch mehr Bam. Ölpfützen in der Luft. Gravitation FTW. Tschüss. So. Der erste, zweite Ballon von der Welt. Greenwood Village. Grünstadt. Greenwood Village. Und wir haben gleich 4 Uhr und... Oh, ich will das jetzt ehrlich nur noch so schnell wie möglich hinter mich bringen. Ja. Ja, genau. Ganz genau. Oh. Boah, was für ein kranker Scheiß. Ja, und da kommt man dann halt da unten irgendwie raus. Jawohl. Wenn ich schon Scheiße baue, dann versuche ich sie wenigstens noch auszubügeln. Boah. Ja, überhaupt nicht. Boah, ich sehe gar nichts mehr gerade. Vor lauter achter Platz und so ein Kram. Jawohl, da ist noch eine. Und dann da noch. Und dann war noch da oben eine, glaube ich, oder? Ah ne, genau, die war da hinten. Hopp, los Timber! Jawohl! Go for it! Mhm. Jawohl, und hier nochmal durch und bam! Bumper, mein kleiner Maulwurf. Und ich hoffe, man hört mich gut, weil ich immer automatisch ein bisschen nach hinten gehe vom Mikrofon. Ja, ich mache mir voll die Sorgen, dass man mich nicht versteht. Hört ihr mich jetzt? La 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 la. Und im Ziel, bam. Hopp, gib mir den Ballon, ich will weitermachen. Hopp. Ich bin so todmüde, Leute. Naja, dauert ja nicht mehr lang.